Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht kennst du es auch. Du musst in deinem Studium dir Konzentrationen, Zahlen, Ziffern, vielleicht auch Alter von Patienten merken. Und in diesem Video erfährst du eine coole und total easy, einfache Lerntechnik, wie du dir ganz einfach Zahlen und Ziffern auch langfristig abspeichern kannst. Vorab noch zwei coole und interessante Neuigkeiten, die vielleicht ganz spannend für dich sein könnten. Und zwar erstens, es gibt wieder unseren Online-Gedächtnis-Workshop. Und unser Gedächtnis-Workshop von Happy Hippocampus wird am 17. April stattfinden und dort werde ich dir meine besten Lerntipps, Lerntechniken mit an die Hand geben. Wir werden uns einen Tag lang ganz intensiv mit Lerntechniken auseinandersetzen. Du wirst diese erlernen, wirst am Ende wirklich wissen, wie du diese Lerntechnik ganz konkret an deinem eigenen Lernstoff anwenden kannst. Alle weiteren Infos und der Anmeldelink, den findest du in der Beschreibung. Und zweitens, es wird wieder unsere kostenlosen Online-Erstsemestertage geben, auch für Studenten oder Studentinnen, die schon in höheren Semestern sind. Es ist komplett kostenlos, jeder kann mitmachen. Und innerhalb von 2 Tagen kannst du mich live in einem Livestream auf YouTube und Instagram mit Fragen löchern. Ich werde dir Lerntechniken für das Studium erklären, werde dir auch zeigen, wie du die selbst dann anwenden kannst und vieles, vieles mehr. Wenn du also Fragen hast noch oder Ängste, Probleme, Sorgen rund ums Studium, dann ist da der richtige Zeitpunkt. Das Ganze wird am 24. und 25. März stattfinden. Schau auch in die Infobox, in die Beschreibung, dort findest du alle weiterführenden Links. Ja, und falls du jetzt schon weitere Infos und Details zu den beiden Events suchst, bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Am Ende werde ich dir nochmal weitere Details und Infos zu diesen beiden Veranstaltungen geben. Okay, jetzt aber los mit dem eigentlichen Thema des Videos und zwar, wie kannst du dir effektiv und langfristig Zahlen und Ziffern einprägen? Und vorab hier schon mal ein kleines Beispiel. Also stell dir mal folgende kleine Geschichte und Szene möglichst bildlich und emotional mit möglichst vielen Sinnen vor. Also wir sehen vor uns ein riesengroßes Nashorn, das vielleicht stinkt. Und auf diesem fetten, großen Nashorn sitzt du mit einem geladenen Gewehr. Und mit diesem Gewehr schießt du einen Stuhl um. Und dieser Stuhl haut durch die Luft und zerquetscht ein rohes Ei. Und dieses Ei zerplatzt und es ist total eklig. Ja, vielleicht kennst du das ein oder andere Bild schon aus anderen Videos hier auf YouTube oder aus unserem Lernpaket. Falls du schon eine Vermutung hast, was wir uns damit gemerkt haben, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt zur Auflösung. Ja, was hat es jetzt auf sich mit dieser kleinen Szene und mit dieser Geschichte und was haben wir uns damit gemerkt? Und zwar mit dem Nashorn haben wir uns Natrium gemerkt. Nashorn geht mit den gleichen Buchstaben an wie Natrium. Und außerdem waren wir auf diesem Nashorn gesessen mit einem Gewehr. Dieses Gewehr sieht aus wie so ein Strich oder eine Linie, steht für die Ziffer 1. Außerdem haben wir dann eben mit diesem Gewehr einen Stuhl umgeschossen. Und der Stuhl steht für die Zahl 4. Der Stuhl hat ja 4 Beine und so können wir uns merken, ach stimmt, mit diesem Stuhl haben wir uns quasi die Ziffer 4 einprägen wollen. Und dieser Stuhl fällt am Ende auf ein rohes Ei und die Form eines Eies erinnert uns an die Ziffer 0. Und somit wissen wir, wir wollen uns Natrium im Zusammenhang mit dem Gewehr, der 1, der 4, dem Stuhl und der 0, dem Ei merken. Und das Ganze haben wir uns ja außerhalb am Nashorn bildlich vorgestellt und damit wollen wir uns merken, dass das alles extrazellulär gilt. Wir haben uns also mit dieser kleinen Merkgeschichte gemerkt, wie die Natriumkonzentration extrazellulär ist, nämlich 140. Und so könntest du diese kleine Merkgeschichte noch weiter ausbauen, indem du dir zum Beispiel überlegst, wie die intrazelluläre Konzentration ist. Und so könntest du dir vorstellen, wie du jetzt dieses Mal in diesem Nashorn drinnen sitzt mit einem Gewehr und willst dich aus diesem Nashorn befreien und du schießt wie wild in diesem Nashorn herum und es kommen anstatt Kugeln lauter Stühle herausgeschossen. Und somit merken wir uns, dass die intrazelluläre Konzentration, weil wir uns in diesem Nashorn befinden, wie du vielleicht schon erahnen kannst, 1, 4, also 14 ist. Auch hier wieder, das Gewehr steht für die Ziffer 1 und die Stühle, die aus diesem Gewehr kommen, für die Ziffer 4. Und hierbei haben wir jetzt das Zahlbild bzw. Zahlsymbolsystem verwendet. Sprich, wir suchen uns immer, wenn wir uns Ziffern oder Zahlen einprägen möchten, ein Bild, das uns an diese Ziffer erinnert und diese Ziffer wandeln wir dann in eine lustige, fantasievolle Geschichte. Zur Geschichtenmethode findest du hier auf unserem Kanal viele weitere Beispiele und auch Erklärungen, wie die Geschichtenmethode genau funktioniert. Schau dich gerne da mal um. So, jetzt gibt es natürlich nicht nur Einsen, Vieren und Nullen, die wir uns merken möchten, sondern natürlich die Ziffern von 0 bis 9. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz mit dir durchgehen, welche Ziffern
du in welche Bilder umwandeln kannst. Vorab, du kannst einfach auch selbst deine Bilder nehmen, die für dich vielleicht intuitiver sind, die für dich als erstes hochkommen, die dich auch an diese Ziffer vielleicht erinnern. Dann nehmen einfach auch deine eigenen Bilder. Aber hier mal kurz ein paar Vorschläge, welche ich auch ganz gerne nehme. Und noch eine kleine Randbemerkung. Diese Lerntechnik, dieses Zahl-Bild-System, mit dieser Lerntechnik habe ich auch einen meiner Gedächtnisweltrekorde aufgestellt. So, jetzt aber zu den einzelnen Bildern und Ziffern. Bei uns steht die 0, wie du in diesem Beispiel schon gesehen hast, immer für ein Ei. Die 1 steht immer für ein Gewehr. Es könnte zum Beispiel auch ein Zauberstab sein, der dich erinnert, weil ein Zauberstab auch wie ein Strich ist, dass du dieses Bild für die Ziffer 1 hernehmen könntest. Dann die 2 könntest du dir einen Geier vorstellen oder einen Schwan, der einen solchen gebogenen Hals hat, wie eben die Form von der Ziffer 2. Als drittes, da nehmen wir gerne immer unseren Dreizack. Auch in unseren ganzen Merkvideos, Gedächtnispalästen oder in unserem Lernpaket verwenden wir als 3 immer einen Dreizack, der irgendwelche brutalen Dinge vollführt und irgendwelche Sachen aufspießt. Dann die 4 hast du gerade eben auch schon kennengelernt. Da verwenden wir immer gerne in unseren Videos oder vielleicht dann auch in Zukunft du einen Stuhl. Du kannst zum Beispiel für die 4 auch ein Auto nehmen, wegen den 4 Rädern, was dich vielleicht an die Ziffer 4 erinnert und so weiter. Dann bei der 5, da nehmen wir immer ganz gern die Hand mit den 5 Fingern. Bei der Ziffer 6 könntest du dir einen Würfel vorstellen mit 6 Seiten. Bei der 7 könntest du dir vielleicht die 7 Zwerge vorstellen, die irgendwas anstellen in deinen Merkgeschichten. Bei der 8 nehmen wir ganz gern eine Achterbahn. Bei der 9, vielleicht kegelst du selbst, könnte man sich die 9 Kegel vorstellen. Und du siehst schon, das ist ein total einfaches System. Wenn du dir einmal diese Bilder überlegt hast, die musst du natürlich nicht auswendig lernen, weil wie ich eben gesagt habe, es sollen Bilder sein, die dich eh schon an diese Zahl erinnern. Ja, und du siehst schon, das ist wirklich eine total simple Technik, aber umso effektiver. Und du kannst natürlich damit nicht nur irgendwie 2 oder 3 Ziffern die einprägen, sondern vielleicht auch damit mal eine 10-stellige Ziffer oder eine Handynummer. Allerdings solltest du hierbei aufpassen, dass wenn die Geschichte zu lang wird, dass es dann zu Verwechslungen kommen kann, du vergisst vielleicht mal ein Bild, dann empfiehlt sich, wenn es wirklich mehrere Ziffern werden, die du dir merken möchtest, die Bilder einfach in einem Gedächtnispalast abzulegen. Videos zu den Gedächtnispalästen findest du auch unzählige hier auf unserem YouTube-Kanal, falls du noch nicht weißt, was wirklich Gedächtnispaläste sind. So, und jetzt aber noch 2 kleine Beispiele, um zu sehen, wie es außerdem noch funktionieren kann und wie das wirklich in Anwendung aussieht, diese Lerntechnik. Auch hier wieder, versuch dir diese Geschichte möglichst emotional und mit allen Sinnen einzuprägen, denn je lebendiger, je krasser, je verrückter du die dir wirklich vor dem inneren Auge vorstellst, umso länger bleibt die dann wirklich auch in deinem Gehirn oder Gedächtnis abgespeichert. Ich verrate schon mal so viel vorab. Es wird dieses Mal kein medizinischer Inhalt sein, den wir uns damit merken, aber vielleicht errätst du schon während des Einprägens, um was es sich vielleicht handeln könnte. Okay, also, die erste kleine Szene ist folgendermaßen. Also stell dir jetzt vor, wie ein Geier hier durch die Luft fliegt und skurrilerweise einen großen, fetten Stuhl im Schnabel hat. Und weil dieser Stuhl so groß ist, sieht er vielleicht nicht so gut und crasht mitten in einen anderen Geier rein. Und dieser Geier erschrickt so sehr, dass er eine Hand ausspuckt und diese Hand hat einen Dreizack in der Hand, mit dem in der Luft herumgestochert wird. Wir haben also den Geier mit seinem großen Stuhl im Schnabel, mit dem der Geier gegen einen anderen Geier rammt und dieser vor Schreck eine Hand ausspuckt und diese Hand hat also einen Dreizack in der Hand. Dann zur zweiten Szene. Stell dir vor, wie ich hier so ein Gewehr habe, in der Luft rumschieß und damit versuche, 7 Zwerge zu treffen. Und diese 7 Zwerge versuchen sich mit einem Stuhl zu schützen, dass sie nicht getroffen werden. Allerdings haben die Zwerge keine Chance gegen mein Gewehr und ich schieße ihnen vielleicht die Zipfelmützen vom Kopf. Okay, wie schon gerade kurz angedeutet, bei diesen 2 Geschichten wird es sich jetzt nicht um medizinische Inhalte handeln. Schreib es gerne mal in die Kommentare, falls du schon eine Vermutung hast, für was die Ziffern stehen könnten. Und mach mal kurz das Video auf Stopp und überleg dir, für welche Zahlen diese einzelnen Bilder stehen könnten. Okay, jetzt also zur Auflösung. Auf der einen Seite haben wir ja den Geier, der mit einem Stuhl herumfliegt. Da haben wir also schon mal der Geier, steht ja wie gesagt für die Ziffer 2, haben wir also schon mal die 2. Der Stuhl steht für die 4, also 2, 4, 24. Dieser fährt wiederum in einen weiteren Geier. Dieser Geier steht natürlich auch wieder für eine 2. Der spuckt ja vor Schreck eine Hand heraus für die 5. Und als letztes in diese Hand stochert man mit einem Dreizack herum. Wir haben also 2, 4, 2, 5, 3. Und das ist eben das Datum, an dem unsere kostenlose Online-Erstsemestertage stattfinden. Und versuch das selbst mal mit deinen eigenen Zahlen und Ziffern und du wirst sehen, wie gut das wirklich im Gedächtnis haften bleibt.
Und du kannst dich selbst auch mal testen, ob du morgen, übermorgen dich noch an diese kleinen Szenen auch von dem Nashorn erinnern kannst. Und schreib dann gerne auch in die Kommentare und komm zurück, ob das wirklich für dich funktioniert hat oder ob du vielleicht die Geschichte schon wieder vergessen hast, was ich nicht glaube. Okay, dann noch zur zweiten Szene. Ich habe ja mit dem Gewehr wie wild herumgeballert und habe wen getroffen? Die sieben Zwerge. Und diese haben sich mit einem Stuhl versucht zu schützen. Das Gewehr steht wieder hier für die 1, die 7 Zwerge, du erinnerst dich an die 7 und als letztes der Stuhl für die 4. Ja, und diese 17 und 4 soll eben für 17. April stehen und an diesem Datum findet eben unser Online-Gedächtnis-Workshop statt. Genau, das waren jetzt einfach zwei Beispiele noch. Wie du siehst, du kannst die Sachen auch im Alltag anwenden, falls du dir Termine einprägen möchtest, falls du dir vielleicht Alter von Personen oder Patienten einprägen möchtest. Oder dir einen Kennenlerntag, Hochzeitstag, was auch immer einprägen möchtest. Es funktioniert wunderbar mit dieser Technik. Und natürlich super im Studium, wenn du Konzentrationen dir einprägen möchtest. Üb da gern mal, jetzt vielleicht direkt nach dem Video, indem du dir zum Beispiel die anderen Konzentrationen mit den anderen Ionen und so weiter noch einprägst. Ja, und ich kann dir wirklich ans Herz legen, diese Lerntechniken, auch die anderen Lerntechniken, die wir in anderen Videos hier auf unserem YouTube-Kanal vermitteln, wirklich anzuwenden. Weil von der reinen Theorie wirst du es nicht erlernen, die wirklich konkret auch für deine Lerninhalte anzuwenden. Und je mehr du übst, umso einfacher werden dir diese Lerntechniken fallen und umso effektiver kannst du dann auch wirklich für dich lernen. Also probier es wirklich aus und üb einfach und du wirst sehen, wie viel Zeit und Nerven dir diese Techniken ja wirklich sparen können und dir dein Studium echt erleichtern können. Ja, und wie versprochen, jetzt noch ein paar Details und Infos zu den beiden Events, zu unserem Online-Workshop und zu den Online-Erstsemestertagen. Zu den Online-Erstsemestertagen, die ja am 24. und 25. März stattfinden, kann ich noch Folgendes sagen. Es ist nicht nur für Erstis die Veranstaltung gedacht, es kann auch jeder mitmachen, der Fragen hat, der Lerntechniken sich aneignen möchte, der allgemein Lerntipps und Tipps zum Studium haben möchte. Es kann also wirklich jeder teilnehmen. Das Ganze wird auf YouTube und Instagram ab 18 Uhr sein. Und wir werden auch coole Gäste haben, zum Beispiel Sophie Hobelsberger, Physikcoach Robert mit Daniel. Und du kannst mich wirklich auch mit Fragen löchern. Falls du noch Probleme, Zweifel, Ängste hast, gerade am Start von deinem Studium, dann ist das wirklich, denke ich, eine coole Veranstaltung und Event für dich, dich vielleicht auch mit anderen zu connecten. Und wie gesagt, schau jetzt auch schon gleich gern in die Telegram-Gruppe vorbei. Dort findest du alle Neuigkeiten, alle weiteren Infos dazu. Und teile gerne auch dieses Video oder die Gruppe auf Telegram. Und es ist wirklich von Happy Hippocampus und mir ganz persönlich wirklich ein Anliegen, dass ich im Rahmen dieser zwei Tage dir möglichst umfangreich deine Fragen beantworte, dir deine Sorgen und Ängste nehme und so weiter. Ich werde Dinge sagen, welche Bücher du dir vielleicht anschaffen sollst und so weiter und vieles mehr. Und als Highlight gibt es am Ende der Online-Ersti-Tage noch unsere legendäre Online-Ersti-Tüte. Ist komplett kostenlos, kann sich jeder holen. Letztes Jahr haben sich diese Online-Ersti-Tüte so viele geholt, dass die Server zusammengebrochen sind. Weil es sind nämlich Gutscheincodes, weitere Tipps in dieser Ersti-Tüte im Wert von über 50 Euro drin und wie gesagt komplett kostenlos. Ich kann es dir also nur empfehlen, dir wenigstens die Tüte zu holen, falls du an diesen beiden Tagen keine Zeit haben solltest. Ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns dann eben am 24. und 25. März sehen würden. Dann noch ein paar Worte zu unserem Online-Gedächtnis-Workshop. Dort werden wir im Rahmen von einem Tag dir die besten Lerntechniken, die ich persönlich auch kenne, mit auf den Weg geben. Das sind auch unter anderem die Lerntechniken wie Gedächtnispaläste, mit denen ich auch zum Beispiel meine Weltrekorde aufgestellt habe, die du aber wirklich 1:1 auf deine Lerninhalte selbst im Studium anwenden kannst. Du wirst wirklich ganz konkret erfahren, wie du diese Lerntechniken du für dich ganz konkret wirklich an deinen Lerninhalten und Fächern anwenden kannst. Und ich kann dir wirklich versprechen, und das spreche ich wirklich aus Erfahrung, mittlerweile über 10 bis 15 Jahre mit diesen Lerntechniken, du kannst dir enorm viel Zeit und Nerven sparen. Ich hätte, glaube ich, ohne diese Techniken wahrscheinlich 1-2 Semester länger gebraucht, weil von Natur aus habe ich eigentlich eher ein schlechtes Gedächtnis. Und hätte ich diese Lerntechniken nicht wirklich als Tool zur Hand gehabt, hätte ich vielleicht das Studium gar nicht bewältigt, weil ich gesagt hätte, boah, diese Fülle ist so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Und gerade wenn du vielleicht jetzt noch am Anfang vom Studium bist oder in einem niedrigen Semester, dann lohnt sich das umso mehr, weil du dann quasi Lerntechniken nicht nur für nur noch 2 Semester nutzen kannst, sondern für dein ganzes Studium und darüber hinaus noch. Und du kannst dir unterm Strich dann wirklich enorm viel Nerven und Zeit sparen und ja,
Schau gerne mal, wenn du noch weitere Infos willst, auf unsere Homepage vorbei. Dort findest du alle weiteren Infos und Details. Ansonsten schreib uns gerne auch einfach eine Mail, falls sonst noch Fragen oder so offen sind. Ja, und vielleicht lernen wir uns dann schon persönlich beim Livestream, bei unseren Online-Erstsemestertagen kennen oder bei unserem Online-Gedächtnis-Workshop. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren dieser Techniken. Versuch dir jetzt wirklich vielleicht gleich direkt nach diesem Video mal Zahlen, Ziffern, Konzentration einzuprägen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.